Hallo, liebe Kommentierfreunde. Ich bin Satenshi und wir kommentieren heute wieder ein paar Kommentare. Das Ding hat keinen Strom. Ja, das auch nicht. Ja, alles super. Und eigentlich sieht das immer sehr cool aus, wenn man mal nicht die Alt-Taste drückt. Weil das sieht immer so aus. Aber ich finde, das sieht eigentlich recht schön aus, wenn man mal keine Alt-Taste gedrückt hat. Ja. Und ganz am Anfang kommt gleich mal eine Frage an euch, Leute. Soll ich quasi mal gucken, ob ich die ganze Basis mit Untergrunddingern zupflaster, sodass man richtig schön schnell durch die Gegend laufen kann? Was mich ein bisschen nervt, ist, die sind ein bisschen dunkel, finde ich. Ja, was heißt dunkel? Die müssen eigentlich dunkel sein, sodass man die Dinger hier oben sehen kann. Aber die sind halt selbst ein bisschen dunkel. Aber vielleicht, wenn man alles so hat, dann sieht es vielleicht nicht so schlimm aus. Und hier, Yuoki Tani, frage ich mich, warum sind die eigentlich so komisch verbunden? Also so ein bisschen unregelmäßig. Das ist auch ein bisschen schade, weil sonst könnte man immer die hier setzen. Aber das ist halt eine Frage an euch. Die könnt ihr gerne mal beantworten. Wir werden jetzt einfach mal rauszwitschen. So. Und befinden uns gleich bei Yuoki-Waffen. So. Ich habe die natürlich noch nicht sortiert. Ja, war ja klar, weil der Tenshi nämlich immer vorbereitet ist. So, erster, muahahaha. Zweiter, muahahaha. Du hast, was Hau gesagt, du hast bei dem einen Item-Collector einen normalen Knigge gemacht. Der kommt gar nicht hinterher. Bei Minute 31,57 hat der Roboter keinen Strom. Der Roboport keinen Strom, glaube ich. Ich glaube, meine Roboports dürften alle aktiv sein. Ne, ich glaube schon, dass die alle Netz haben. Ja, die sind, glaube ich, alle mit am Netz. Wobei ich da unten jetzt nicht genau weiß, aber ich denke schon, dass die alle am Netz sind. Und, Minute 31, muss ich schnell mal gucken. 31 wo? 31,57. Bisschen leiser machen. Ja, YouTube lädt wieder ewig. Irgendwas mit 50, 57. Ach komm schon, YouTube. Der da. Der hat keinen Strom. Ich kann zum Glück noch Strom einstecken. Komm, wir nehmen einfach den hier mal. Jetzt setze ich da hin. Weil der große Strecken überbrücken kann. Und er kriegt Strom. Der lädt sich jetzt auf. Der lädt sich auf. Also er hat Strom. So, gut. Dann Tenshi. Achso, ja, wegen den Collector-Dinger. Da müsste ich irgendwann mal rumlaufen und wenn ich mal wieder so einen Collector finde, dann werde ich die natürlich mit schnellen Knickarmen ersetzen. Ansonsten auch mit langsamen Knickarmen kann der das darüber knicken. Das kriegt der schon irgendwie hin. Tenshi, mach den Wald bei Minute 12,35 mit einer roten Blaupause weg. Was, den ganzen Wald? Ja, ich würde das wahrscheinlich gerne alles industrialisieren, sodass wir wirklich hier überall die Untergründe mit hinklatschen. Die Standardsteine gefallen mir nicht, aber ich glaube, da gibt es noch andere. Irgendwie so Betondinger. Ja, Beton. Ich weiß nicht, das sind ja die Dinger, die Standarddinger. Ich weiß nicht, ob man da noch ein bisschen was erforschen kann. Da fehlt mir einfach die Kenntnis. Und hier beim Wald ein bisschen was wegmachen ist eigentlich eine gute Idee. Ich glaube, ich hatte noch ein. Ja, warte mal, das ist eine Turret-Probe. Das ist eine Turret-Probe. Nee, Abrissplaner. Das ist die Turret-Probe hier. Hier muss ich aber ein bisschen aufpassen, weil hier auch ein paar andere Sachen mit drin sind. Also es ist nicht so einfach, hier den Wald wegzumachen. Okay. Also hier Wald wegmachen ist schwierig. Aber ein bisschen was kann ich ja mal machen. Beispiel hier noch ein bisschen und hier. Ihr sollt nur echt aufpassen. Ach, vor allem, das geht ja jetzt in Logistik, also in irgendwelchen Lagerkisten geht das hin. Habe ich überhaupt Lagerkisten irgendwo, wo die es hinbringen können? Bin mir da nicht sicher, ob ich sowas habe. So. Ja, das wird jetzt auf jeden Fall nice gemacht. Okay. Was haben wir noch Schönes? Du kannst die Schlacke aus der Kiste der Produktion mal wieder beifügen. Die lagert sich in der Kiste nur dumm und dämlich. Das Problem ist, wenn ich, weil ursprünglich war es ja so gewesen, gar keine Kiste, ja, sondern einfach nur da rein. Dann hätte sich das hier gestaut, hätte sich hier aufgestaut, ne, bis hier hinter. Und dann hätte sich das tatsächlich hier hinten, wo die produziert werden, und zwar ist das ja hier unten, hier werden die produziert, dann hätte sich das hier gestaut, hier, und dann hätten die nichts mehr produziert.
aber ich brauche die Pellets ja für dieses Zeug zum Beispiel oder für die Munition. Es war schon sehr wichtig, dass die Munition wenigstens rankommt. Das Zeug hier könnte eigentlich ein bisschen schneller produziert werden, aber jetzt kommen nicht so viele Pellets an, weil die Dinger einfach nur schlangsam sind. Schlangsam. Mhm. Aber hier kann ich da bestimmt ein paar Yooki-Sachen reinmachen. Pinkes Modul war Energieverbrauch, Produktivität um 5%. Komm, mach mal rein. Was? Yooki, deine eigenen Dinger gingen hier passen hier nicht rein. Wobei ich... das ist ja witzig. Wobei ich sagen muss, ich hab nicht geupdatet. Vielleicht sollte ich mal, bevor ich die nächste Aufnahme mache, mal ein bisschen schauen wegen Updates von den Mods. Weil das müsste ja eigentlich funktionieren, dass ich die per Hand update. Das sollte eigentlich ohne Probleme möglich sein. Und ich glaube, die bauen das hier nicht richtig ab, weil die keine Lagerkiste haben, wo sie es hinbringen. Machen wir jetzt einfach mal ganz frech hier hin. Und dann schießen wir sie weg oder so. Also, wir gucken weiter. Tenchi, Minute 19. Stell mal bei der Montagemaschine die Zahnradproduktion wieder ein. Ups, hab ich die ausgemacht irgendwo? Lieferbereich. Ach, da oben. Habe ich das schon gemacht? Habe ich das schon geändert? Ich glaube schon. Nein, habe ich nicht. Doch. So, habe ich. Okay. Hui, Schwein gehabt. Und ja, das nächste der nächste Kommentar ist, bei der Motorenproduktion hast du doch schon Zahnräder. Ne, würde es nicht mehr Sinn machen, auf einzulegen, wegen der chaotisch, natürliche chaotischer. Aber so ist es natürlich chaotischer. Ja, ich weiß. Und das Ergebnis zählt ja. Mich wundert schon, dass am Ende noch mit den ganzen Förderbändern durchblickst. Ich hätte ja vermutlich schon die Übersicht verloren. Ich weiß nicht, ich finde das so übersichtlicher, als wenn ich sowas hier baue. Also bei so einem Ding, es sieht sowieso total beschissen aus, aber diese Erweiterbarkeit, ich krieg das nicht hin. Es gibt ja echt so richtig geile Fabriken, aber es ist einfach nicht mein Ding und da könnt ihr lange warten, bis ich sowas baue. Bei mir sieht das im Endeffekt so aus, ich liebe dieses Puzzeln, dieses Zusammenstecken. Das mag ich total gern, so dass es am Ende funktioniert. Ich mag das einfach. Ich mag das. Die Durotal-Mauern könntest du auch auf das N4-Band mitlegen. Da das ja nicht weiterführst wegen Strom, sah eher so aus, als ob der Brennstoff Alien-Fuel-Cells nicht mehr produziert wird. Was? Muss? Das wäre nicht gut. Aber hier habe ich noch einen Haufen. Die werden produziert und sind keine mehr drin. Das checken wir natürlich, weil Strom ist schon wichtig. Da checken wir mal schnell unsere Fabrik hier oben. Und ich glaube, hier ist noch genug davon da. Oh ja, vielleicht sollte man das sogar mal begrenzen auf bis dahin. Ansonsten werden die Pellets ja irgendwann mal weg sein. Okay, gut. Ja, danke. Danke für eure zahlreichen Kommentare. Jetzt kommen wir zur letzten Kommentierfolge. Die hat ja bekanntlich mit immer am meisten Kommentare, weil ihr natürlich auf das, was ich sage, auch eingeht. Ist ja ganz klar, man möchte sich ja vielleicht auch rechtfertigen oder das erklären, was man genau meinte oder so. Außer der Robin Wilde, der möchte nur sagen, dass er Fürst ist. Ein Fürst von Sachsen. So, Pascal. Na dann, herzlichen Glückwunsch zu deinen 12.000 Abos. Ich habe gesagt, das steht hier nur da. Aber ich habe keine 12.000. Das wird nur aufgerundet. Ich habe immer noch 11.000 noch was. Factorio ist auch das beste Spiel. Das ist wahr. Das ist ein cooles Spiel. Zottel, 16, er meinte die Rohre unter den Tanks. Ach ja, genau, Leute. Ah, das muss ich nochmal zeigen. Das war wieder so eine typische Tenchi-Aktion. So eine Ich-stehe-auf-dem-Schlauch-Aktion. Passt auf, dieses Spiel ist ja zweidimensional, ja? Aber der Tenchi, der denkt dreidimensional. Und hier hat Zentrik gesagt, die Rohre unterirdisch, ja, oder unter den Tanks, die hätte sie dir sparen können. Und ich so, ja, also Rohre, die unter die Tanks durchführen, ja, so unterirdisch, so einen unterirdischen Dinger, weil unterirdisch unten drunter, ja. Aber zweidimensional denken, diese Dinger, die kann man sich sparen. Aber ich möchte das ja so machen, wenn ich das hier noch verlängern werde irgendwann mal, dann möchte ich immer da, wo das Wasser rauskommt oder da, wo das Zeug hier rauskommt, möchte ich dann direkt nach oben leiten, da rein. Hätte man vielleicht direkt Anschlüsse machen können, aber ich dachte mir, das sieht dann vielleicht ganz gut aus mit so einer fetten Pipeline. Ja, das war das, auf was er hier anspielt. Und das habe ich auch schon geantwortet. Und wo ist nun diese Umfrage, von der du gesprochen hast? Huch, die Umfrage? Huch. Da ist die Umfrage, die habe ich vergessen gehabt. Die können wir uns ja mal anschauen. Result? 25 Minuten ist das meiste. Also von den 10 Leuten, die mitgemacht haben. Wobei, vielleicht haben es ja Leute geguckt, wollten aber das machen und dann hatte ich den Link noch nicht. Okay. Also mit den Längen der Folgen ist immer so schwierig. Aber haben wir ja schon lange drüber geredet, da muss ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Auf jeden Fall danke für den Hinweis.
Wow, schon 2 Jahre Factorio, wird dir das nicht langweilig? Ich muss mir gerade vorstellen, wenn du über 100.000 Abonnenten hast, musst du bestimmt über 1.000 Kommentare lesen pro Folge. Also, wenn es mit der Geschwindigkeit, die ich hier habe, weitergeht, ja? Moment, da mache ich kurz einen Cut. Passt auf, wartet. Gut, da bin ich wieder, passt auf, ja? Also, wenn es mit der Geschwindigkeit so weitergeht wie bisher, dann habe ich in 30 Tagen ungefähr 13.000. Hä? Und in 60 Tagen habe ich auch 13.000. Warte, wir machen die Subscriber Milestones. Das ist vielleicht besser. So, also, wir haben in 39 Tagen haben wir die 12.500. Nice. Ne? Wir haben jetzt 11.700 ungefähr oder 800. Und dann haben wir das. In 177 Tagen haben wir 15.000, ja? Und in 1.400 haben wir 37.000. So, ich muss jetzt einfach hier nochmal draufklicken, weil anders geht's nicht. Das heißt, ich habe in 5 Jahren habe ich 45.000 Abonnenten. In 5 Jahren, ja? Das ist ungefähr fast die Hälfte von den 100.000. Also in 10 Jahren könnte ich eventuell mal 100.000 Abonnenten haben. Ja, das sieht man auch hier ganz sehr schön. Das geht dann immer weiter höher. Wenn es so weiter wächst wie bisher, und das hatte ich in den letzten, ich sag mal, in den letzten halben Jahr hat sich da nichts geändert an dem Wachstum. Es ist nicht weniger geworden, es ist aber auch nicht unbedingt viel mehr geworden. Und dementsprechend denke ich mal schon, dass es so linear schön weitergehen kann. Und ja, das ist halt so eine Sache. Also ich werde wahrscheinlich nie an die 100.000 kommen, solange ich YouTube mache. Und dementsprechend werde ich da keine Probleme bekommen. Gut, dann geht's jetzt weiter. Ich finde die 30 Minuten gut. Danke. Jetzt ist alles gut. Danke. Was? Ich finde die 30 Minuten gut. Jetzt ist alles gut. Bau doch für die Aluminiumplatten eine extra Ofen und Elektrolyse. Das dachte ich mir auch so. Eigentlich könnte man sowas machen, weil ich habe das ja hier oben. Wo haben wir denn das hingebaut? Hier oben irgendwo. Ne, wenn ich mich nicht irre. Oh, Produktivitätsmodul erforscht. Nice. Das wollten wir, glaube ich, erforschen, damit wir dann irgendwann auch mal diese... Geschwindigkeitsmodul haben wir schon 3. Wir müssen, glaube ich, alles auf 3 kriegen. Dementsprechend das auch nochmal erforschen. So. Ich glaube, das haben wir hier hinten irgendwo gemacht. Hier. Weil wir brauchten, glaube ich, diese Aluminiumplatten brauchten wir. Ja. Und gleichzeitig bräuchten wir aber auch die Gehäuse. Und deswegen habe ich dann, ja, eigentlich könnte man hier einfach ein eigenes Elektrolyse machen. Was ist denn hier? Was müsste hier rankommen? Natriumhydroxid. Warum ist hier kein Natriumhydroxid? Weil hier kein Abnehmer ist für Salzwasser und Elektrolyse. Scheiße. Warum nicht? Weil das Chlorwasserstoff nicht weggenommen wird. Warum nicht? Weil wir kein Eisenerz haben. Doch, haben wir. Oder? Ja. Aber, weil das Eisenchloridlösung nicht so oft verbraucht wird, weil wir quasi nur den Abnehmer haben und der braucht jetzt noch Fiberglas und alles. Ja, der hat doch alles. Ach, der braucht nichts, weil die hier oben nichts mehr produzieren. Haha. Weil die voll sind wegen hier. Ansonsten müssten das ganze Eisen hier hinten, das Eisenchloridlösung hier hinten verbraucht werden. Und da dauert es vielleicht ein bisschen, bis das hier mal verbraucht wird, weil hier auch nichts mehr produziert wird, weil alles Stillstand ist. Ich könnte natürlich sagen, komm, wir machen noch einen Slot auf. So, dann geht es instant, wird wieder was verbraucht. Hier ein extra Ding zu machen, anscheinend funktioniert es ja momentan. Aber da müssen wir auf jeden Fall uns mal was überlegen, wenn es soweit ist. Natürlich vergesse ich den Link zur Umfrage, sagt der Tenchi. Ja, den habe ich dann reingefügt. An deiner Waffenfabrik fehlen Knickarme. Wo ist? Aber man muss natürlich immer sagen, das muss ich immer wieder erwähnen, es sind 4 Folgen rückwirkend, die ich immer mache, oder 3 Folgen rückwirkend, die ich quasi berede. Und deswegen kann das hier natürlich dazu... Oh, hier. Schon einen ganzen Stack, würde ich sagen. Ja, bis 6 Stück. Was fehlt denn hier? Es fehlt an Strukturelementen. Und bei denen fehlt es an Unicomp N4. Ja, das Unicomp N4, haben wir ja vor uns gesehen, wird sehr gerne irgendwo gefressen. Wie bekommen wir das? Moment. Unicomp N4, ist das nicht das hier? Ist das nicht da von dem Band? Ich bin mir nicht sicher. Kann das ja nicht sehen. Habe ich noch was einstecken davon? Ich glaube nicht.
Da. Das ist ja N4. Wieso habe ich denn hier gemacht? Ich habe das hier hingebracht, wollte das dann hier hinbringen. Und dann wollte ich es eigentlich hier weiterleiten lassen irgendwie. Ah. Da müssen wir noch was machen, aber nicht jetzt. Ja, das merke ich mir. Dann für die nächste Folge quasi müssen wir das machen. Alternativ kannst du auch, wenn du die Folgen unbedingt lang haben willst, die Factorio eigene Musik stumm schalten, eigene copyright-freie Musik leise darunter legen. Das ist schwierig zu machen. Das ist nicht ganz so einfach. Ich brauche halt in irgendeiner Art Abwechslung. Okay. Ja, ist halt schwierig. Ich bin, ja, Musik reinspielen, na, ich finde immer nie wirklich gute Musik und so und das ist alles. Ha. So, hier ging es jetzt bloß darum, wie ich halt mein Zeug aufnehme. Also mit der Musik, wenn ich jetzt komplett zum Beispiel komplett die Musik rausnehmen würde von Factorio, hätte man wahrscheinlich das Problem, dass es dann Leute gibt, die sich dann irgendwie keine eigene Musik anmachen oder so und die dann die gar keine Musik mehr hören. Ist auch ein bisschen doof dann. Aber so oft kommt gar keine Musik. Stream von dir war super, außer... Okay. Ja. Wie gesagt, da habe ich ja schon mal drauf eingegangen, streamtechnisch hat jetzt eigentlich gar nichts in der Folge zu suchen, aber also ich weiß nicht, was genau passiert ist. Ich habe ja gefragt, was hast du denn geschrieben? Du hast mir ja nicht geantwortet. Aber sowas hier ist auch nicht gerade die nette Art. Muss ich leider entfernen. Tut mir leid. Ich lösche ja selten Kommentare, aber sowas lösche ich dann. War ein bisschen doof. Ein bisschen blöd. Aber wie gesagt, ich hab's ja angeboten, dass wir da was klären und so. Aber du hast irgendwie dann nicht drauf richtig geantwortet. Ich wollte genau wissen, was du geschrieben hast. Erst dann kann ich sagen, ob der Kayano richtig reagiert hat oder falsch. So. Also, gehen wir weiter. Was haben wir hier? Das ist jetzt die letzte. Das ist nicht mal die letzte Folge. Alter, wir sind so langsam heute. Richtig langsam. Also, wenn du Samen herausknicken willst, verstehen die Zuschauer auch nicht, wieso du Holz im Filter einstellst. Zumal der Filter nichts mit den Logikbedingungen zu tun hat. Schätze, deine F4-Taste geht, weil F5, F6, F7 zum Anzeigen von zusätzlichen Informationen ist. Nee, aber du kannst mit F4 oder mit F3 kannst du einstellen, was in den Optionen eingestellt wird. Passt mal auf, Leute. Mit den Samen da oben. Das war wirklich... wie dumm kann man sein, Leute? Wie dumm. Ich habe ja da oben die Logistikbaum richtig gut neu hingebaut. Habe aber, ich Idiot, eingestellt, er solle doch das Holz knicken. Hier. Holz und nicht Samen. Ja, wenn das... Nee, warte mal. Genau, der Filter hier oben, der ist falsch. Weil jetzt guckt er, ist in der Lagerkiste nichts drin? Ist nichts drin? Und jetzt, er sollte aber aufhören mit Knicken, in dem Moment, wo ich hier was reinmache. So, jetzt nehme ich kurz hier die Samen wieder raus. Jetzt knickt er nichts mehr. Okay, jetzt hole ich das hier raus. Und er... Oh Mist, ich habe gar nichts... Achso. Ich habe nicht alles rausgeholt, Moment. Und jetzt knickt er wieder. So soll das sein, Leute. So soll das sein. Okay. Dann so und so. So, wenn das Holz dann irgendwann so viel Überhand nimmt, dass die Kiste hier einfach überläuft, beziehungsweise dann quasi hier, dann geht das. Das war der große Fehler, dass ich einfach den Filter aussehen falsch eingestellt hatte. Das kann ja mal passieren. Ach du Kacke, daran kann es gelegen haben. Okay. Ich glaube, du meintest eher Irre. Irre sind männlich? Was? Irre sind männlich? Okay. Macht da doch einfach rote Logistikkabel weg. Okay. Das hat auch alles mit dem Logistikding zu tun. Nice Cut. Ich musste cutten, Leute, weil die Folge ist so scheiße lang gewesen. Ich musste cutten. Mann, Tenji, man könnte dich oftmals erschlagen wegen deiner Dummheit. Ja, ich bin halt nicht so klug. Du Noob, der Knicke soll Samen schaufeln und kein Holz. Außerdem denke ich mal, dass so eine Logistikbaumfarm erst dann richtig funktionieren kann. Ich selbst benutze die normalen Baumfarmen, finde ich halt besser steuerbar, wenn sie so weit von anderen Logistiknetzwerken, sprich Drohnenhangar, weggebaut wird, dass keine fremden Drohnen hineinfliegen können, also schon ziemlich weit abseits. Wäre doch endlich mal ein Grund, die ersten Züge zu bauen. Das Problem ist aber, ich muss mich erstmal, irgendwie muss ich kampfbereit sein, damit ich überhaupt mal irgendwie wegkomme
von der Basis. Ich muss ja diese ganzen Dinger da umbringen, die da draußen rumlaufen. Tenchi, mir ist da mal so eine Idee gekommen. Du könntest ja mal, wenn du willst, mir deinen Mod-Ordner zukommen lassen, Ordner als ZIP irgendwo hochladen und mit dem Link dazu ins Team. Und ich übersetze die ganzen Mods dann einfach ins bessere Deutsch und gebe dir dann die neuen Mod-Ordner zurück. Okay, was heißt denn ins bessere Deutsch? Ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt die Beschreibung lese und denke, was? Also, das sind ja einfach nur Begriffe. Na, ich glaube, die Arbeit, das lohnt sich nicht, Kajano, das lohnt sich gar nicht. Schade, dass du das Projekt alleine machst. Ich mache das Projekt nicht ganz alleine, also ich mache es schon alleine, aber ich habe ja neben dem Projekt, habe ich ja noch den Multiplayer mit Ultbull, wo wir fast die gleichen Mods verwenden, aber auf einer älteren Version, weil wir die Mods nicht geupgradet kriegen so richtig. Ja, aber es gibt einen Together mit dem Uldebulle. So, also ich werde fast da drauf gedrückt, weil das einfach so verlockend ist. Okay, wir sind in der letzten Folge. Wieder nichts sortiert, so wie immer. 11 Kommentare, wir schauen mal an. Hättest du die Pellets ja auch von unten heranführen können, aber im Baueifer hast du ja gleich die Fabrik weggerissen. Okay, aber ich bin sicher, die Türme entschädigen dich denn für den Stress. Ist sozusagen garantiert. Außerdem lässt sich das ja mit verschiedenen Untergründen aufhübschen, dann fällt das Chaos vielleicht nicht mehr so ganz auf. Und ich denke auch bei vielen anderen Spielern sieht es ähnlich aus, wenn sie nicht zufällig alles mit Robotern machen. Okay, bei den Pellets dachte ich mir dasselbe, bei alles mit Robotern meinst du wohl Geru, oder? Und da wollte ich mal kurz schauen. Ach, kacke, kurz schauen. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder runterlatschen. Wie gesagt, ich würde ja gerne alles zupflastern. Ich brauche aber den richtigen Untergrund. Ich muss da echt mal genau gucken, ob man da was erforschen kann. Oder mal die ganzen Yoki-Sachen nochmal durchgucken. Also. Die Pellets hätte ich von unten ranführen können. Aber ich habe die Fabrik mit abgerissen. Hätte ich nochmal gucken müssen. Aber momentan geht das relativ so, außer das hier. Hier habe ich ein bisschen Kacke gebaut. Ich dachte, ich kann das dann hier hinten hier hinführen. Hat ja funktioniert. Hat ja wunderbar funktioniert. Hier funktioniert ja alles. Aber das Zeug muss weitergegeben werden. Das heißt, ich müsste hier einen Knickarm hinbauen, der sich nur das hier holt und hoffentlich da oben irgendwie abliefert. Ja, wird ein bisschen komischer jetzt. Da muss ich dann mal nochmal genau gucken. Yep, aber ich nutze Roboter-Produktions-Setups eigentlich auch. Entweder für Strommasten, Substations oder für Sachen, wo man nur 2 oder 3 Stück im ganzen Spiel braucht. Roboter-Produktions-Setups. Nur nicht so exzessiv wie Kerogon, was? Ausnahmen bilden da die Bodenfliesenmauern. Ist da einfach eine Sache der Ökonomie. Allerdings ist Add-on mit Robotern der pure Spaßkiller. Da ja dort das Puzzeln im Vordergrund steht. Was? Ach so, ich verstehe. Ja, ich möchte aber nicht so viele Roboter rumfliegen lassen. Wir können ja irgendwann wirklich mal eine Staffel machen, wo ich sage, kein Fließband. Alles nur mit Robotern. Das wäre so ein Chaos, Alter. Das wäre so ein Chaos. Ich finde, dass die Fließbänder einen größten Teil des Charmes vom Spiel ausmacht und sie nicht zu verwenden langweilig ist. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn die Flugroboter mehr Strom verbrauchen, damit man sie sparsamer einsetzt. Also ich finde das mit den Fließbändern auch sehr gut. Man muss aber sehr viel puzzeln dafür und genau irgendwie überlegen, wo baut man dann Sachen hin. Mit den Flugrobotern denkt man, okay, da baue ich was hin und dann fliegen die dahinter und dann machen die das schon. Ja, ich finde die Türme cooler. Sie sind cooler, aber ich bin halt immer noch der Meinung, man kann irgendwie 2 anstelle von diesem einen hinsetzen, also von den alten und bla bla bla. Aber da kommen auch diese Bonus-Dinger und wie viel Leben die haben und bla bla bla, muss man alles mit einberechnen. Ich werde sie auf jeden Fall hinbauen. Ich muss noch die N4-Pellets oder N4-Dinger-Brocken da richtig anschließen. Tenchi, kümmere dich mal um die Verarbeitung deiner kontaminierten Matsches bei deiner Schwefelsäureproduktion. Mal gucken, ob du noch weißt, was man damit machen kann. Mit dem kontaminierten Matsch, da konnte man es, glaube ich, sogar Schwefelsäure produzieren. Ansonsten umwandeln oder so ein Scheiß. Keine Ahnung, eine Mauer konnte man damit auch, glaube ich, bauen. Ich bin mir nicht sicher. Nein, ich weiß nicht mehr, was man damit macht. Gleich am Anfang der Folge? Warum machst du da nicht mal meinen Aufbauvorschlag, und zwar Montagemaschinen, mittler, große Masten, Montagemaschinen? Was? Was ist gleich am Anfang der Folge? Was ist denn da? Und jetzt haben wir hier natürlich die Durotal-Mauern-Produktion. Ja, ich baue hier rum. Verstehe ich leider nicht den Kommentar. Und zwar Montagemaschine mittelgroßer Masten, Montagemaschine. Hä?
Du meinst eine Montagemaschine, dazwischen ein Mast, eine Montagemaschine, ne? Aber da ist ja dazwischen was frei, das nimmt ja Platz weg. Das nimmt doch Platz weg. Gleich nochmal. Tenchi, das mit dem Cut hast du echt gut gemacht. Was? Nukukuginator, das fetzt eh ein. Den Cut musste ich, wie gesagt, machen. Den musste ich einfach machen. Weil sonst wäre es über 40 Minuten gewesen. Das wäre eine krasse Folge gewesen. Ja, das war es auch schon. Und wir haben gerade zufällig den 25 Minuten Punkt erreicht. Ihr wollt gerade so raus, so wie bei Factorio. Das geht aber hier ein bisschen anders. Oh, geil, hier, kein Holz mehr. Holz ist eh scheiße, Leute. Wer braucht schon Holz? Drecks Natur. Muss abgerissen werden. Ja, und hier ist aber nichts drin, ne? Kann ich alles abreißen, genüsslich hier. Kann alles weg. Das Holz muss weg. Warum bleiben die Baumstämme hier liegen? Die müssen weg. Und ich möchte den Untergrund, muss ich noch machen. Aber das Problem ist, das hier frisst ja eigentlich Pollution. Das heißt, da greifen noch mehr Gegner an, wenn ich den ganzen Wald wegmache. Gut, ich kann ja bis dahin wegmachen. Da habe ich hier wenigstens schon mal ein bisschen Platz. Die haben mir noch andere Sachen reingeschmissen. Interessant. Interessant. Na gut, dann werde ich mich erstmal verabschieden. Das hier müssen wir auf jeden Fall noch machen in der nächsten Folge. Ja, und dann würde ich sagen, ich war der Tenchi hier von Sidups Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi.